Und zugeschaltet ist mir jetzt Dr. Alexander Thiele, Verfassungsrechtler von der Universität Göttingen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Morgen, Frau Mose. Herr Thiele, Bundesgesundheitsminister Spahn will Geimpfte anders behandeln als Nichtgeimpfte. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das verfassungsrechtlich geboten oder verfassungsrechtlich eher schwierig? Na, also verfassungsrechtlich ist es erstmal so, dass Freiheitseinschränkungen einen Grund brauchen. Und wir leben jetzt gerade alle im Lockdown, weil wir alle potenziell Träger des Virus sind, potenziell zur Verbreitung des Virus beitragen. Wenn das bei Geimpften erwiesenermaßen nicht der Fall ist, dann ist die Freiheitseinschränkung als solche verfassungsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen. Das heißt, es muss aber auch wirklich zu 100% sicher sein, dass da keine Gefahr mehr ausgeht, weil das ist es ja aktuell noch nicht. Das heißt, aktuell wäre das vielleicht noch ein bisschen verfrüht. In der Tat, aktuell ist die Studienlage wahrscheinlich noch nicht so, dass wir sagen können, dass wirklich überhaupt kein Risiko ausgeht von geimpften Personen, aber jedenfalls ein sehr viel geringeres, sodass wir auch da schon zumindest politisch darüber nachdenken können, hier gewisse Erleichterungen vorzusehen, wenn es etwa um den Einkauf im Einzelhandel geht oder das Treffen mit anderen geimpften Personen und Ähnliches. Da sollten also Überlegungen stattfinden. Es gibt ja ganz andere Überlegungen, ganz aktuell erst einmal weniger möglich zu machen, mehr einzuschränken. Wir diskutieren wieder über einen härteren Lockdown nach einem Jahr, mehr als einem Jahr Pandemie. Können das Bund und Länder so verfügen oder müssten nicht langsam im Sinne der Verhältnismäßigkeit auch Alternativen her? Also über alternative Maßnahmen nachzudenken, die trotzdem die gleiche Sicherheit gewährleisten, ist natürlich niemals falsch. Wir erweisen uns ja in Deutschland als ein bisschen innovationslos und greifen eigentlich fast immer zum Lockdown. Insofern sind natürlich Versuche, hier Testmöglichkeiten zu erweitern oder besondere Regelungen zu treffen, wie das jetzt im Saarland der Fall ist, immer der Versuch, auch aus diesem ewigen Lockdown rauszukommen. Ich glaube allerdings, dass das vor allen Dingen am Ende eine politische Frage ist. Das Verfassungsrecht würde auch einen weiteren Lockdown wahrscheinlich tragen. Ob das allerdings auch die Akzeptanz der Bevölkerung trifft, das ist das große Problem. Und hier glaube ich schon, dass die Politik zusehen muss, möglichst einfach dafür Sorge zu tragen, dass alle schnell geimpft sind. Sie haben das Saarland-Modellprojekt gerade schon angesprochen, aber das führt ja dazu, dass es eine starke Ungleichbehandlung gibt von Bürgerinnen und Bürgern, die in dem einen Bundesland Dinge dürfen, die sie in einem anderen mit einer möglicherweise vergleichbaren Inzidenzlage nicht haben. Ist das so tragbar? Ja, das ist das Wesen des Bundesstaates, Frau Mosel. Wir haben eben 16 Bundesländer. Es ist nicht alles gleich. Die Schulen sind unterschiedlich, die Polizeien sind unterschiedlich ausgestattet, die Kommunen sind unterschiedlich finanziell ausgestattet. So ist das in einem Bundesstaat. Und der Bundesstaat als solcher hat sich bewährt, verfassungshistorisch hat er sich bewährt. Und wir sollten also nicht einfach immer auf die Unterschiede schauen, sondern auch auf die Möglichkeit, die dadurch gegeben ist, nämlich dass wir Dinge ausprobieren können. Und ich glaube schon, dass dieses Modell im Saarland vielleicht jetzt etwas zu einer seltsamen Zeit kommt. Man hätte damit vielleicht etwas früher gerechnet. Aber die Idee, Dinge mal auszuprobieren, ist, glaube ich, richtig. Jetzt ist es aber so, der Föderalismus wird hochgehalten. Nichtsdestotrotz sagt die Kanzlerin, weil sie unzufrieden war mit den Auslegungen der Beschlüsse in den verschiedenen Ländern, sie überlegt, den Einfluss des Bundes doch auszuweiten. Kann sie das so einfach? Prinzipiell ist das möglich. Sie hat die Bundeskompetenz für den Infektionsschutz. Das heißt, sie könnte das Infektionsschutzgesetz verändern und dort vorsehen, dass etwa der Gesundheitsminister die Verordnungen vorgeben kann, die jetzt ja in den Ländern erlassen werden. Allerdings müsste sie dafür wahrscheinlich die Zustimmung des Bundesrates einholen. Also die Länder müssten dem zustimmen. Aber das ist nicht so unwahrscheinlich, denn die zentrale Kompetenz beim Bund entlastet ja die Länder auch möglicherweise von einer Verantwortung, mit der sie zumindest nach der Ansicht einiger nicht immer wirklich perfekt umgehen. Ja, vereinzelt gab es da auch schon Zustimmung aus den Ländern. Nichtsdestotrotz, das würde ja eine ganze Zeit lang dauern, wäre also wahrscheinlich nicht das Mittel für die akute Hilfe, oder? Also wenn das politisch gewollt ist, Frau Mosel, geht das sehr schnell. Also dann kann der Bund sehr schnell auch Gesetze erlassen. Wir haben das in der Finanzkrise gesehen, das geht innerhalb von 24 Stunden. So ein akuter Zeitdruck ist wahrscheinlich nicht, aber wenn es politisch gewollt ist, geht das innerhalb weniger Tage, dass dieses Gesetz geändert ist und dass Herr Spahn dann die Verordnung erlassen kann. Alexander Thiele, ganz herzlichen Dank. Sehr gern.